Das wird gleich windig. Egal. Jo Leute, was geht's und willkommen zu einem neuen Motorvlog. Ich bin gerade auf dem Weg zur Tankstelle, denn wir brauchen Sprit, sonst bleiben wir stehen. Wer hätte es gedacht? So. Der heutige Motorvlog hat mal ein Thema, ja, sonst fahre ich ja mal so ein bisschen rum und mache irgendeine Scheiße. Heute mal ein Thema. Und zwar, wie fahre ich 50 innerorts? Nein. Doch komm, jetzt geht doch mal Gas. Mein Spiegel denkt sich so, nee! Fuck, was ist damit denn jetzt los? Oh nee, der hat keinen Bock mehr. Aber fahren wir einfach mal kurz darüber. Oh, jetzt komme ich gar nicht mehr in meinen Blinker dran. Was mache ich denn jetzt? Scheiße. Ich will doch nur kurz darüber. Junge, was ist damit denn jetzt los? Fuck. Aua. Ja, würde ich mal sagen. Ich habe jetzt natürlich auch kein Werkzeug dabei. Ja, Glückwunsch an mich selbst, würde ich mal sagen, dass ich da gerade wirklich ernsthaft versuche, mit meinem Finger diese Schraube da rauszudrehen. Oh Mann. Was tue ich jetzt? Scheiße. Oh mein Gott, bitte auf damit. Nein. Fuck. Wird sich jetzt auf Dauer, wird sich das glaube ich los vibrieren. Ja, hier genauso, ist auch nicht richtig fest. So wenigstens. Was machen wir mit dem? Ich glaube, den machen wir einmal kurz ab. Scheiße. Wenn ich ihn dann per Hand loskriege, natürlich nicht, dann lassen wir ihn einfach kurz so. Dann einmal eben kurz ohne Spiegel. Wa? Ja, komm. Scheiße. Ich habe nämlich vorhin ein bisschen rumgeschraubt, weil ich mir andere Schrauben besorgen wollte. Habe ich es einmal kurz abgemacht. Fuck. Das hält so doch niemals. Scheiße. Mann, verdammt. Ich will den scheiß Spiegel jetzt nicht verlieren. Kacke. Ist so geil, das dreht sich von alleine da raus. Boah, diese Fuckschraube, ne? Verdammt. Die oben kriege ich aber per Hand nicht los. Doch, okay. Dann machen wir es jetzt einfach kurz so. Packen den Scheiß einfach kurz ein. Ich habe ja hier in meiner Bauchtasche ganz viel Platz. Dann würde ich sagen, fahren wir nochmal ganz kurz. Oh, warte, wir könnten jetzt eigentlich schnell tanken fahren und dann fahren wir einmal eine kurze Runde einfach. Jetzt habe ich die Dinger voll rausgebracht. Scheiße. Voll vom Thema abgekommen. Und zwar, ich habe glaube ich noch gar nicht gesagt, worum es heute gehen soll. Heute soll es ein bisschen darum gehen, wie bin ich denn zum Motorradfahren gekommen? Das hatte sich jemand gewünscht. Ja, gute Frage. Wie bin ich dazu gekommen? Also, damals, da war ich... Also, nee, generell schon mal. Eigentlich durch meine Eltern, kann man sagen. Weil die haben mich früher schon als kleines Kind, da war ich, keine Ahnung, 3 oder so. Haben die mich schon hinten auf dem Motorrad mal mitgenommen. Ich weiß noch, damals hatte ich auch so eine Lederkombi. Für Kinder, so eine richtig kleine. Weiß ich noch. Ja, das war geil damals. Bin ich immer schön mitgefahren. Ja, und irgendwann, als ich dann älter wurde, mit 15... Also Mofa habe ich nicht gemacht. Mein erster Führerschein war 1. Aber mit 15 hat ein Kumpel von mir, der gute Dennis, ja, der meinte sich, er gönnt sich mal und der hat mit 15 Mofa-Führerschein gemacht und hat sich dann so eine 50er Beta geholt. Und da war ich dann schon ein bisschen so angefixt, so ein bisschen. So, ja, ich will eigentlich auch und so. Aber Mofa war dann eigentlich eher dumm, weil auf die Strecke, die ich hätte fahren müssen. Ich musste morgens halt immer 30 Kilometer hin zur Schule, 30 Kilometer zurück.
Und das mit dem Mofa, Alter, nee. Der hätte ja keine Ahnung, um was sie sich von aufstehen müssen. Und das hat sich einfach nicht gelohnt, dann einen Mofa zu machen. Oh, Benzin, super mächtig. Genau. Das hätte sich dann einfach nicht gelohnt. Komm ich da hin? Jo. Tankplatz Nummer 2. Alles klar. Ja genau, wie gesagt, Mofa hätte sich dann einfach nicht gelohnt. Ja, und dann habe ich halt mit 16, ich war auch das erste Jahr damals, wo dann die... Damals war es ja noch so, dass bei R1 nur Maschinen fahren durftest, die auf 80 km/h Höchstgeschwindigkeit gedrosselt sind. Und ich war dann quasi der Erste, was heißt der Erste, nicht genau der Erste, aber eine der Ersten, die dann 125er offen fahren durften. Ja, dann habe ich das halt gemacht, als ich dann 16 geworden bin, auf meinen Geburtstag direkt. Und dann bin ich halt R1 gefahren und dann habe ich dann mit 18 direkt auf meinen R2 gemacht. Ja, wie gesagt, genau, dann mit 18 meiner 2. Und jetzt mit fast 20 habe ich mir jetzt das Ding gekauft. Ja, ja und jetzt bin ich hier. Ich werde jetzt auch dieses Jahr meinen großen A noch machen können. Also, ich glaube im August. Ja, August, Juli. Ich glaube, nee, ja doch, am 20. Juli müsste das gehen. Aber bei mir war es halt einer der Hauptgründe, eins zu machen, weil ich halt so, ich habe es in dem letzten Video schon erzählt, als ich hier meinen Bus gesehen habe, da, ja genau, dass ich halt so lange zur Schule immer fahren musste und auch so weit und dann war das halt auch so teuer und hat sich finanziell tatsächlich sogar echt, also ich weiß, es müsste ungefähr gleich teuer gewesen sein, ungefähr jetzt, wenn man jetzt die Monatskarten rechnet und das Motorrad, die gesamte Finanzierung, weil das Motorrad an sich war halt relativ günstig. Ich habe halt eine, wer es noch nicht weiß, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, eine XT hatte ich, eine Yamaha XT 125R. Die war halt ziemlich günstig, habe ich die bekommen, mit wenig Kilometern. Aber ich will die ganze Zeit in den Spiegel gucken, ne? Aber das ist keiner. Fuck. Und das hat sich dann echt finanziell schon gelohnt, sag ich mal, weil eine Monatskarte 100 bis 120 Euro für 2 Jahre hinweg, ne, ist schon ein bisschen was. Da hat das Motorrad plus Führerschein nicht wirklich mehr gekostet, also. Und man hat natürlich mit 16 dann die Freiheit, du kannst alleine überall hinfahren, wo du willst. Gut, das Motorrad bei Regen und so, wettermäßig, ja, okay, aber es ist schon mal ordentlich was. Kann ich auch nur jedem ans Herz legen, der jetzt morgens vielleicht noch eine weitere Strecke zur Schule hat oder so, macht das. Das macht einfach so unendlich viel Spaß, ich sag's euch. Motorradfahren ist einfach das Geilste, was es gibt. Ja, dann würde ich sagen, war's das jetzt mit dem heutigen Motovlog. Jetzt habt ihr mal kurz eine kleine Story gehabt, wie ich denn so zum Motorradfahren gekommen bin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, like gerne das Video, da freue ich mich drüber. Schreibt einen Kommentar. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss, Leute.